Vampires turn to ban. Welcome back im Spiel Nummer 3. In den Joy-Dooter Masters 15 Grand Final zwischen der Allianz, der Rebellenallianz und dem Imperium. Das Imperium hat zurückgeschlagen und es steht 2-0 für die Empire. Aber die Zeit ist gekommen. Rückkehr der Jedi-Ritter. Es muss jetzt passieren. Oder ich bin sehr unglücklich. Aber andererseits, es gab halt auch nur die ersten drei Star Wars Movies. Wie Struck, der neben mir ist, der bei mir ist, schon gesagt hat. Von daher kann es auch gut sein, dass wir nur drei Games haben. Mal schauen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, ich hoffe natürlich mal auf eine Return of the Jedi. Da wird es ein bisschen spannender und... Ja. Keine Ahnung. Wenn Alliance mal wieder gewinnt, sieht das halt auch immer cool aus. Aber Empire sind ja schon richtig stark. Ja, ansonsten danach kommt dann noch Jedi Jedi Academy. Läuft. What? Ja, die Story hört ja nicht nach dem sechsten Teil auf. Ach. Ja. Ja. Also die Bücher dazu gibt's ja. So ist ja. Das ja nicht. Vielleicht hast du Glück und es gibt noch mehr als dieses Game. Das wäre schön, ja. Chen incoming. Für Alliance, mal schauen. Aber, naja, erstmal halt die üblichen Helden für... Also, die Helden, die für mich Team Empire ausmachen. Vielleicht liegt das auch nur im roten Logo. Halt Aches und Troll. Aber halt Alliance, Wisp rausgebannt, Juggernaut ist stark, von daher auch rausgebannt. Vengeful Spirit ist die erste Wahl von nicht mehr Empire. Und mich würde es hier, ehrlich gesagt, echt überraschen, wenn wir in diesem Spiel kein Chen sehen. Entweder gebannt oder gepickt. Ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Aber sie wollten auf jeden Fall nicht, dass Alliance die Vengeful Spirit bekommt. Hm. Naja, müsste halt auch ein ziemlich guter Pick. Und wenn sie halt wieder mit Krone oder so gehen wollen, ist halt Venge halt auch ziemlich cool. Von daher. Da eine gute Wahl gegen. Das ist wohl wahr. Hm. Dazzle first, okay. First pick. Mal gespannt, was damit rauskommen wird. Ah, Healing Strat, easy. Ja, aber dann AA ist halt noch drin, so jetzt direkt als Pick. Ist, keine Ahnung. Nicht sicher. Nicht sicher. Was außerdem halt schade ist, dass Aches in keinem einzigen Spiel von den Joint Dota Masters gepickt wurde. Ein einziges Spiel kann man durch. War. Ja. Ja. Also kein einziges, was ich gecastet habe. Es könnte sein, dass halt irgendwie TT gegen Album Sheet oder so oder Moskau 5 gegen Game Online das noch drin war, aber immer gebannt. Das ist voll krass. Also wahrscheinlich zu Recht, aber schade. Ja, guck mal, eigentlich mal kurz reinschauen, ob er tatsächlich immer gebannt war. Ja, guck mal, ich glaube, da das kein Ticket hat, ist es ja nicht ein Dota-Buff, sonst kannst du ja direkt gucken, welche Helden gepickt wurden. Ex wurde auf jeden Fall gepickt bei Alliance gegen Four Anchors. What? Oh shit, na gut. Na gut, da habe ich nicht aufgepasst. Hm. Pack Dazzle und ein schneller Slug von Team Empire. Aha. Naja, Void ist raus. Mal schauen, ob hier noch der Chen rauskommt oder nicht. Dazzle Pack von Alliance. Ist auf jeden Fall der Setup, um halt eine Pocket Strat zu machen oder irgendeine Strategie zu machen. Bin ich mal gespannt, was da Meister Yoda im Kopf hat. Bin ich auch gespannt. Kann es sein, dass der komplette Draft von uns daraus besteht, sich zu fragen und sich auf Dinge gespannt zu sein und sich Dinge zu fragen? Ja, in letzter Zeit verstehe ich auch die Drafts zumindest von Alliance nicht so richtig. Also ich habe immer das Gefühl, der Pack passt nicht in die Drafts rein. Aber ja, bisher kann man das noch nicht sagen. Bisher ist noch nichts da, von daher. Bisher ist vielleicht noch was anderes. Kann man diesem Spiel mal sagen, hey, der Draft hat nicht in den Pack reingepackt. Gepasst. Das kann natürlich auch sein, diesmal, wo Pack so schön... So schön früh ist, ja. Hm. Zwei Spun, auch cool. Okay. Und Doom ist raus. Ja. Na gut, Doom gegen Slark ist natürlich bewusster Bann. Da wollen sie nicht mit Deletes arbeiten müssen. Arbeiten müssen.
Die Entferntaste ist raus. Mal schauen, was der letzte Bann von Alliance wird. Das haben wir letztes Game so viel gesehen. Vielleicht sogar ein Magnus wieder. Resolution war halt einfach Playmaker. Ja, ich würde mich freuen, wenn sie tatsächlich Magnus bannen. Es scheint irgendwie Alliance nicht gut zu tun, nicht gut getan zu haben, Resolution auf den Magnus zu lassen. Ja. Aber Boomers, das ist mal gut. Lieber Cambrew. Mit Slark auf dem Empower könnte das durchaus ganz gut sein. Dann haben wir die Aura, haben wir Empower vielleicht noch drauf. Und dann ist halt Slark schon ziemlich fett. Und was haben sie bisher? Dazzle tut nichts gegen Slark. Puck. Naja, hat zwei Burst-Skills und dann ist es halt auch vorbei. Und kann ihn halt auch nicht aufhalten. Dreamcoil kann er wegpurgen. Der Rest, ja, Silence stört ihn nicht so wirklich und das Orb macht nur ein bisschen Damage. Ich glaube schon, dass Dazzle relativ stark gegen Slark ist. Ja, aber Physical Damage? Ja, und erstens Physical Damage und zweitens Scrafe halt, ne? Ja, man kann so nicht solo gekillt werden, aber. Und wenn Slark unglücklich in Creeps drin steht, während er geshadow danced ist, dann macht er auch viel Schaden. Ah, endlich mal die Space Core wieder. Ja, ja. Wow, nice. Space Core auch. Mal schauen, sehen wir Lifesteeler? Nee, meistens Spirit Breaker wird ja früher gerne mal als Gefährt zum Überbringen eines Geschenkes. Nämlich ein Lifesteeler drin, benutzt zusammen mit Stormspirit oder sowas. Aber heutzutage reicht er doch alleine aus. Spirit Breaker sehr viel Space. Die Frage ist halt, wem geben sie Space? Wahrscheinlich wird das der letzte Pick, irgendeinen fetten Carry. Ob das ein Spectre ist, ob das Terrorblade oder. Ja. Naga. Oh Gott, Loda, ja, Naga. Letztes Game. Von wegen müssten sie nutzen, okay. Könnte sein. Aber Resolution Magnus. Wie wir schon gesagt haben. Ist schon wieder ein sehr starker Draft von der Team Empire. Better Slark. Guter Appease. Tja. Müssen wir schauen. Und es ist ein Naga tatsächlich, oh nein. Leute! Wobei Alliance 20 Uhr hat die Naga auch schon als Support gespielt, also. Stimmt auch wieder, EGM, ne? Ja, also. Ist dafür bekannt. Sie spielen halt beides, je nachdem wie die Situation gerade ist. Aber bis jetzt sieht es eher danach aus, als ob das eine Carry-Naga wird. Oh Gott, no Loader, please. Please. So, es ist 8 Uhr. Das Spiel wird hier in 22 Uhr zu Ende sein. Lion. Okay, ich dachte, sie gehen jetzt Full Greed und Team Empire geht jetzt nur noch ein Flat Game. Aber nein, es wird ein Lager. Ja gut, mit Hex und Mana Drain ist es natürlich super, genau. Gegen Lion, klar. Es ist eine super Wahl gegen Lager. Was sage ich hier? Das ist genau der eine Held, der wohl Ultra der Konter ist. Wow, und Magnus ist auch nicht so schlecht. Im Early Game halt auch extrem stark gegen Naga, also Finger ist halt bzzz und Naga hat halt keine HP. Ja. Ist auch zu 100% eine Carry-Naga einfach, weil Alliance halt kein Setup hat. Support-Naga kann man ja nur spielen, wenn man irgendein Setup danach hat. Und wenn sie jetzt hier keinen Enigma picken oder sowas, dann könnten die tatsächlich mit Enigma gehen. Kann funktionieren. Nee, ich glaube, da kommt noch ein zweiter Core. Naja, wir haben keinen Support. Also Spirit Breaker wird wahrscheinlich offline gehen. Gut, Spirit Breaker könnte supporten, ja. Und dann nehmen wir noch eine Offline hier, aber. Ah, ich habe das Gefühl, Alliance braucht noch einen zweiten Core. Ja, wahrscheinlich auch. Sonst kommt halt irgendwie Refresher AP auf, nur auf Naga und dann. Oh, es ist ein Disruptor, okay. Auch ein schöner Bann. Tja, Enigma ist eine Möglichkeit. Ich habe Nikva schon auf Enigma gesehen. Auf Dota-Buff. Auf Dota-Buff. Ich habe dich im Radio gesehen, Alter. Ja, Definition von gesehen weicht ein bisschen vom normativen Usus ab, aber ja, könnte hier vielleicht sein. Ansonsten, was besser wäre, wäre eine Offlane. Nee, wäre ein Support oder eine Offlane. Mal schauen. Das Spiel mit Enigma auf Nikva haben sie gewonnen. Okay.
Könnte es nicht mal sein. Es könnte aber auch ein Rubik sein. Zurück Baker Offlane, Rubik gegen Magnus AP. Oh, und es ist Profit. Eine Ratte. Na gut. Ein bisschen mehr Richtung Global. Ja, Pick und off. Profit hat halt auch tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie noch so zu einem Semi-Core zu werden. Ja. Oh, Resolution Invoker. Das ist auch so ein Ding, wo ich schon einiges Gutes von gehört habe. Und mit AP into Invoker und ein Slark, der halt auch mit Sunstrike, also ja, Lion und Venture Spirit hat man schon einen schönen Setup für einen Sunstrike. Oh Mann, das Lineup von Team Empire ist wieder so stark. Aber naja, der zweite Todesstern war auch ziemlich stark, trotzdem hat es. Hat die Alliance den zweiten Todesstern auch zerstört. Hm. Ja, sie müssen einfach nur das Kraftfeld vorausstellen. Tja, das Kraftfeld, ja. Das Kraftfeld ist der Song, oder? Und wenn der ausgeht, dann muss der Todesstern explodieren. Sprich Slark. Auf jeden Fall. Ja, nicht nur Slark, die müssen alle explodieren dann. Wie denn? Wir haben keinen einzigen AOE, der Damage macht, okay. Na klar, der ist ja. Es ist einfach 100 Creeps und Dazzle hält alle. Ah, das ist eine gute Idee natürlich. Problem ist nur, dass es ein Max-Damage gibt. Ja? Ja, 720 dachte ich. Dachte ich eigentlich. Aber, okay. Keine Ahnung. Also man kann maximal 7 Targets heilen und jeder Target hier kann 140 Damage machen. Ja, okay, also 980 und 980. Ich glaube alle bekommen den, ne? Ja, ja. Das wird nicht gesplittet, das heißt du kannst auf 5 Helden jeweils 980 Damage machen, das ist schon nicht schlecht. Ja, dann kaufst du natürlich erstmal einen Refresher dafür. Und dann 2000 Physical Damage, ja. Bam! Im Prinzip, sie stehen dann alle zusammen, der Heal kommt. Ach nee, Quatsch. Der Heal hat einen Cooldown von 6 Sekunden. Ja, der Heal kommt, Song an. Cooldown, nächste Heal. Not the Wave vorher drauf, die G-Weave. Ja, stimmt, das auch noch. Physical Damage macht noch mehr. Anyway, ich glaube, hier ist ein Spiel. Und zwar ist es erstmal eine Tri-Lane von Always von der Fly Allure Dance und Illidan auf der Safe-Lane. Wir haben Joki, der genau deshalb einfach trotzdem von Joki da hinkommt. Okay, lololol. LGM wusste genau, was passieren wird. Hat einfach nur Mana getradet. Okay. Und es sieht nach Ake, EGM und Pikard auf der Safe-Lane aus. Loda in der Mitte auf der Naga. Nikwa wird sich natürlich mit dem Nature's Prophet mal wieder, nachdem das letzte Game auf Prophet ziemlich gut lief, hat er Bulldog Ehre gemacht. Aber dieses Game wird wesentlich schwieriger, Bulldog alle Ehre zu machen. Mal gespannt, wie das laufen wird. Auf der Offlane auf jeden Fall gegen Joki auf dem Magnus. Diesmal aber Joki Magnus. Also ein bisschen was anderes. Aber Resolution Invoker habe ich auch wesentlich mehr von gehört. Ja, auf jeden Fall hat man aus den letzten Games ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Resolution auf dem Magnus doch schon sehr viel Spaß hat. Oh ja. Ist ja doch bekannt für den Magnus und auch bekannt für den Invoker. Das wird cool. Außerdem geht er ein bisschen anderen Invoker-Builds als sonst immer. Ist auch angenehm. Ist ja angenehm. Er hat 3 GG-Branches und gepooltes Tango. Oder ich nehme 2 gepoolte Tangos. Nur das ist da schon schön drin, aber kommt nicht voran hier. Okay, jetzt natürlich da, um ihn zu hauen. Auf der Top-Lane haben wir allerdings Pikard, der ein bisschen tief drin ist. Ups, und vielleicht, kommt raus, aber kriegt das First Blood tatsächlich. Joki sieht nicht, erster Bash, zweiter Bash und Hit easy. EGM. RNGesus. Ja, auf jeden Fall. Na, 17% Chance, okay. Und es ist Pseudo-Random, soweit ich weiß, also nochmal schlimmer. Okay. Trotzdem worth it, aber gut gelaufen. Wie sieht die Safe-Lane aus? Nikwa, Level 1, keinen Punkt in Erfahrung.
Kann sich hier nicht ranwagen. Kein gutes Profit-Game. Und wird auch schon gechased hier. Wurde aber gesehen, anscheinend. Ne, der Ping kam nicht vom Profit. Ike war sehr tief drin, zeigt sich absolut nicht. Line kommt aber... Oh, sneaky von Nick, wa? Oh, kommt jetzt hier raus und kann lecker und oh mein Gott. Aber es ist genug. Ja, nein, es reicht nicht. Es reicht nicht, oder? Es sieht nicht danach aus, dass es reicht. Ein Hit und Renfus Bild. Oh, ganz knappe Scheiße. Holy crap, auf der Toplane. Mittlerweile ist es Yoki allerdings, der jetzt ein Problem hat. Und Puck jointet dahin. Letzter Hit von Puck und holt Yoki tatsächlich diesmal. Oh, die Jukes von Nikwa. Oh, Mann. Ja, auch Illidan, der seinen Pounce verkackt hat. Was ja, der das einzige ist Grund ist, warum der Kill nicht kam. Aber schön. Trotzdem ist der Tower diesmal wahrscheinlich noch früher in Gefahr als letztes Game. Und es ist halt auch das, was Empire machen müssen. Haben jetzt hier einen Timer. Naga ist halt da. Late Game haben sie durchaus einiges, aber trotzdem würden sie vielleicht nicht unbedingt in der gefarmten Naga dealen müssen. 15-3 bisher auf Loda gegen 11-4 Resolution. Ist gut dabei. Kommt hier das Netz. Ja, Ake ist da. Einiges an Damage. Nikwa ist auch da, hat aber kein Sprout und ein Tornado. Ja, wahrscheinlich ja. Erstmal alle Aggressionen wegtreibt. Alle Aggressionen verpuffen lässt. Und Nikwa musste TP'en, aber kann sich jetzt Many Lanes necken. Oder ne. Geht in den Dschungel. Dann wollte er sowieso hin. Weil die Bottom Lane ist da nicht so gut. Das ist nicht so toll da. Double Damage auf Loda. Ne, Inverse auf Loda. Aber kann hier Netz. Nein, kein Mana. Das ist erstmal umdrehen, Mana bekommen und dann. Fragezeichen. Okay, auf der Top Lane. Kappa. Scheiße. Haben wir verpasst. Oh Mann. Das ist bitter. Warum gibt's kein Replay? Replay. Ja. Schade. Nicht als Livecaster. Gibt's nur, wenn du dir. Ich muss es mir für den Stream holen. Aber für den Stream bringst du auch nichts, weil, naja. Ich kann das vorher wiederherstellen, was ich letztes Mal hatte. Und Joki hat hier ein kleines Problem. Wird hier nicht gebasht, aber. Oh, Stick Charges retten ihn nicht. Ja. Und Space kommt Space. Mit Absicht die Attack abgebrochen, damit Pike hat den Kill bekommt. Ja, was ein Support. Und da sagen Leute, dass EGM scheiße ist. Mann. Und hier auch wieder die Alliance Stacks. Unglaublich. Was tut der da? Er versucht irgendwie dieses Creepcamp zu machen, kriegt aber erstens kein Bash. Was tut er da? Tötet er sich gerade an Creeps? Was? Er hat keinen einzigen Bash, das ist jetzt der 10. Hit. Und jetzt kriegt er einen Bash natürlich und muss das abbrechen, das ist bitter. Oh Mann, EGM, nach dem letzten Bash da, hat er absolut keinerlei Bashes bekommen. Ich meine, jetzt bestimmt 12 Hits. Es waren 70 Damage auf einen knapp 1000 HP Creep. Und er hat im letzten Hit fast nur gebasht. Crap. Warum hat Loda eigentlich keine Items? Weil er... Okay. Ich dachte, die Stacks wären mehr wert. Na gut. Finde ich eine Elo-Rune. Für den Naga natürlich auch ganz toll. Außerdem kriegt sie dann Joki nicht. Ah, nein. Loda, nicht auf den Hill. Oh, ganz knapp. Da muss er ganz schnell links drehen. Ja. Sonst wäre das nicht so gut gewesen. Hat kein TP. Und wer vielleicht mit der Elo-Rune hätte da rausgehen können. Oh, Resolution ist da drin. Wird halt auch gecharged. Das heißt, sie sehen ihn. Aber... Geht er früh genug wieder raus. Schau, ob sie den Go machen können. Ja, diesmal haben sie den Sprout ready. Ja, aber. Schönes Tornadoschen. Schönes kleines Windchen. Ja, schnelle Reaktion. Und jetzt die Rotation von Bottom or Lower Dance und. Ja, Nikwa soll es mal wieder werden. Mal gucken, ob er das streamen kann. Sieht nicht danach aus. Dafür gehen sie aber auf Joki hier. Und Joki ist ziemlich in Gefahr hier. Dreamcoil wird eingesetzt. Und da kommt der erste Hit. Mal schauen, wie viele Bashes noch kommen. Kein Skewer zurück. Aber hilft nichts. Pack kriegt, okay.
Easy Vision. Easy Vision. Woher auch immer die Vision kam. Na, EGM statt daneben. Ja, das Orb macht lange. Ah, das Orb macht lange Vision, okay. Kann auch sein. Weiß nicht. Ah, auf der Bottomlane. Monique war schon wieder, der versuchen wird irgendwie reißen. Ah, der Sprout daneben. Ja, das muss jetzt TP'en, genau. Einfach TP'en, aber da ist Lion. Ah, schönes Surround hier von den Bäumen. Aber hilft nichts. Und Atenai. Hat auch nicht möglich, aber in der Mitte haben wir jetzt Resolution, der down geht. EGM ist da doch überall 2-0-3. Also sein Impact ist doch gut. Oder, ja, ich würde sagen gewaltig, aber keine Ahnung. Ja, definitiv ist der momentan Alliance zumindest, was die Kills angeht, vorne hält. Ja. Tja, Nikva hat eine schwere Zeit. 3 Kills, 2 sind auf ihm. No. Ist halt, ja, ist bitter. Aber mehr Farben auf Loader als auf Resolution, was schon mal ganz gut ist. Ja, für die Naga auf jeden Fall, aber allerdings ist es das Problem, dass Illidan so viel Farm hat. Und so viel, ja, hat halt einen Assist, geht auf Midas. Hat auf jeden Fall mehr Impact hier. Aber ich würde sagen, insgesamt ist halt, glaube ich, eine Naga Duker im Late Game unten wesentlich stärker Bottom als... Fly ist da. Versucht den Tower zu holen, aber nein. Da mit dem Schrudel ist hier down. Aloha Dance wird auch gesproutet und wird auch rechtzeitig hier. Ja. Kommt hier nicht rechtzeitig, Spiritbreaker. Aber Double Kill und 3-7. Und der Tower den ein. Ja, sehr schöne Aktion auf jeden Fall von Alliance. Genau. Schöne Rotation. Rotation. Und dieses Mal wirkt es mehr so, als ob sie doch da auch ein bisschen stabiler in den Rotations sind und nicht irgendwie so statisch auf den Lanes. Hm. Und das mit einer Naga. Aber klar, ein Prophet dabei ist natürlich auch ganz praktisch. EGM mit der Urne, 3 Uhren-Chart ist schon bald die Portraits, aber jetzt kommt Resolution an. Loda wird hier down gehen. Oh, versucht es, die Attacke noch zu disjointen, aber schafft es nicht rechtzeitig. Wow, und da ist auch der Finger auf Ake da. EGM muss jetzt allerdings hier abhauen. Aber schönes Sprout für Fyuki, um das Schlimmste zu verhindern. Ja, das waren wichtige Kills of Empire. Besonders halt Loda. 2-0. Verliert hier immer nur 200 Gold. Aber 800 Gold für Empire hier. Na, Illidan fängt jetzt auch schon mit seinem Shadow Dance an, die Runen auszuscouten. Die Runen, sag ich schon, die Awards auszuscouten. Sagt direkt Bescheid, hier, bitte die Warden. Ja, und da ist der die Ward da. Und auch schon wieder, was hier anscheinend Empire sehr gerne mag, sind die beiden sehr aggressiven Wards auf dem. Stimmt, der Ward hier. Auf der Roshan-Side. Sie zeigen halt jeden eine Rotation. Dieses Mal allerdings, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger für Empire. Diese Wards sind wirklich, also die sind halt diesmal nicht so ganz wichtig. Weil wir haben einen Spiritbreaker, der irgendwie von quer irgendwo herkommt. Und wir haben einen Prophet, der rein TP'd kommt. Von daher, vielleicht diesmal nicht so relevant. Moment für Spirit Illu, die halt scoutet. Aber war ja auch der Line gegen die Illus, ist natürlich auch ganz praktisch. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund des Picks vom Line gegen Illus. Extrem wichtig. Ja, okay, kriegt jetzt hier das ganze Line-Up zu spüren. Oh, Tornado. Ah, kam jetzt rum. Bitte, ja, macht jetzt schon ein frühes Grave. Ja, wo die Mana weg ist. Aber Dreamcall auf 3 hier. Da ist Piker drin. Double Kill für Park. Nikva ist ein bisschen zu weit drin, wird hier low. Und nein, da ist auch noch der Skua hier. Kann hier noch disjointen. Nein, okay. Will einfach sein Face Shift gar nicht benutzen und einfach nur sterben. Das geht natürlich auch. EGM ist da, aber 3-2 bisher schon. Nur 2 Supports bekommen und dafür den Prophet und den Park verloren. Ist natürlich bitter. Nicht so gut. Empire kriegt hier die Rotation. Hinter Aki hergelaufen und ja, Alliance hat gefightet. Das war ein Fehler, weil auf der anderen Seite kam Empire halt komplett vorbei. Und die Möglichkeit hatte halt Alliance nicht. Ja, jetzt merkt man halt, dass Loader einfach den Raum braucht, um jetzt langsam zum Radiance hochzufahren. Das wird wahrscheinlich auch noch
10 Minuten dauern. Also wird es noch eine ganze Weile lang sein, wo Alliance etwas passiver zurückhaltender sein muss. Und jetzt ist halt die Shadowblade fertig auf Illidan. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt langsam anfangen wird zu rotieren. Ja, wieder mit das Problem. Oh, aber sie werden hier. Wo ist von der Fly? Wird gefunden. Loda muss direkt Zwang machen, ja. Gute Entscheidung. Und die Frage ist, kommen sie raus? Ja, Empire ist komplett da. Und die Frage ist, ob der Loda wirklich rauskommt. In Resolution? Nein, Joki hat diesmal eine Invis-Rune. Mal wieder. Wer hätte das gedacht? Oh, und EGM kriegt einfach nicht den. Kriegt's einfach nicht raus. Oh, komm hier weiter. Mit einer schönen Rettung. Oh, Dream Call of 3. Wunderschön von Pikart hier. Und jetzt ist Pikart hier abclean. Resolution ist low und haben keinerlei Detection. Resolution kommt da noch gerade so raus, aber 1 zu 3, guter Trade. Guter Fight von Alliance hier. Ja, jetzt sieht man auch, das Pack sich einfach in diesem Lineup gerade sehr gut macht, weil ja. Er nimmt halt die komplette. Resolution will Loda holen oder was? Weiß nicht, ja. Oh nein, das ist Illidan. Oh nein, das ist Katastrophe für Alliance. Und Resolution hat in 8 Sekunden wieder den Ghost Walk, aber geht hier down. EGM kommt noch weg und Illidan sieht so nach aus, als ob er down geht. Ja, Killing Spree von Invoker und Illidan abgegeben hier. Für Loda war es wahrscheinlich wert, aber Loda hat auch nur 200 Gold wieder verloren. Und dafür haben sie 1100 Gold insgesamt bekommen. Daher absolut nicht worth it für Empire, aber es lief auch nicht so gut und die Rotations waren einfach von Alliance da, sind sie vielleicht nicht ganz gewohnt hier. Ja, aber die Central Ward, die Wards hier sieht. Insgesamt, was meintest du? Insgesamt scheint Alliance doch ganz gut meistens da wegzukommen. Ja. Das ist teilweise überraschend. Also mit dem Song natürlich halt nicht, aber ist halt nicht überraschend. Aber trotzdem laufen die Fights doch besser als gedacht. Und wie sieht es da für Loda aus? Nicht gut. Ja. Ja, was, wo ist eigentlich das Radiance? Loda hatte 2000 Gold, bevor sich das Rezept gekauft hat. Nee. Er hatte 2000 Gold vor diesem Fight. Dann ist er gestorben, hat 200 Gold verloren. Und hat sich das Rezept gekauft. Nee. Jetzt hat er 1300 Gold gehabt und hat sich das Rezept gekauft. Hat jetzt nur 100 Gold. Aber vorher hatte er 2000 Gold. Hat sich ein Aquila vielleicht gekauft, war das das? Ein bisschen komisch. Illidan kommt jetzt nicht down, weil noch gerade so hier Shadowblade aktiv ist. Aber wieder kriegt EGM das nicht raus. Ah, bitter. Und Swap. Jetzt kam es aber rein. Reicht das Swap nicht aus. Wo ist man vielleicht versucht hier rauszutreten? Schafft es tatsächlich auch. Ganz knappe Sache, aber sie sehen hier durch das Orb, dass halt auch der Rest kommt hier und EGM wird da nicht wegkommen, kann eventuell versuchen hier, nein, kommt nicht weg, TP't. Resolution ist vielleicht wieder da, Resolution hat natürlich auch immer noch das Invis und auch Joki und auch Loa Dance noch da, von daher können sie hier ganz schnell turnen und hier kommt der AP auf Loda wieder und das sieht nicht so aus, als ob Loda hier auch wieder rauskommt. Die, 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 1 zu... Okay, 1 zu 3 jetzt. 2 zu 3. Nein, 2 zu 3, so rum. 10 ist auch schwierig. Ah, zu 4. 2 zu 4 insgesamt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Loda 2000 Gold eben hatte. Aber dann hat er den Basi gekauft. Den Aquila. Ja. Und dann ist er so low gekommen. Aber das wird wohl keine Radiance dieses Spiel mehr für Loda. Weil woher soll er jetzt einfach 3000 Gold herbekommen? Er hat das Rezept gekauft, ne? Ja, aber ich glaube halt schon, dass er das bauen wird. Ja, er wird es bauen, aber er wird es halt nicht mehr bekommen, weil es ist 16 Minuten. Wenn das Radiance jetzt noch nicht hat, dann... Nee, das Radiance muss er erst in 21 Minuten haben. Nee. 16 Minuten bist du super schnell mit dem Radiance. Ja, das ist halt in der Mitte, wenn du farmen kannst. Okay, Loda ist nur 4. Boah. Auf der Top-Lane passieren viele Dinge. AGM, nämlich geht da. Cold Snap ist so assi gegen den Spirit Breaker. Und auch Nick war. Was ist das? Wunderschön gemacht und. Oh, Fly kommt einfach nicht ran. Die blocken ihn da. Sehr wunderbar geblockt.
Ja, der Lord des Waldes hat seine Kreativkreis auf seinen Seiten. Na gut. Ja, trotzdem EGM down gegangen. Für Joki, okay. Was für ein Fly. Kriegt Damage von den Creeps, aber ist nicht so wild. Haben auch keine Vision da, sodass hier der Prophet ihn nicht mit seinem Ulti snappen könnte oder sowas. Midas Rezept auf Prophet. 17 Minuten, also Ketchup Midas. Es ist alles Ketchup gerade für Alliance mal wieder. Sind sehr weit hinten, wir schauen uns mal so langsam mal die Grafen angucken nach 17 Minuten. Ist irgendwie ziemlich viel passiert dafür. 5000 Gold vorne für Empire, 2000 XP für Empire vorne. Also sehr knapp, aber hier erstmal Top Lane auf Resolution hier den Go machen. Und Pykard ist da sehr low und geht hier down, aber Resolution stirbt. Oh, der Hex von der Lore Dance, holy crap. Nikva geht hier noch down. Resolution, oh, kriegt hier den Ulti down und jetzt ist es Lore Dance, der gerade so wegblinken kann, bevor die Urne tickt. Aber da hatte Pykard auch einfach mega Pech gehabt. Er ist halt reingeblinkt und wollte gerade silenzen, wurde vom Wirbelsturm noch getroffen. Ah. Und dann hat halt der Silence, das Orchid Silence vom Resolution halt vorher. Das war halt genau falsch geblinkt. Richtig bitter. Ja. Resolution nimmt halt einige mit. Er hat quasi ein Zweier-Trade gemacht. Und das konnten sie nicht so ganz turnen. Illidan ist bei 112 Last Hits. Und Loda bei 84. Problem ist halt, dass Empire ganken können und Alliance schon irgendwie, aber sie können halt nicht anständig reagieren. Kriegen es zumindest bisher nicht ganz hin. Networth. Loda ist bei 5000 Networth. Und Illidan mit 10.000. Tja, 1000 Gold jetzt auf den Naga. Sieht nicht gut aus für Alliance. Besonders wenn der Plan ist, Naga fett werden zu lassen und sie haben einfach keine Chance, irgendwie Naga zu bekommen. Jetzt auch mit dem nächsten Smoke Gank wieder die Naga aufhalten. Haben jetzt sogar Vision auf die Naga, von daher kein Song. Ah, kein Song für 30 Sekunden und da ist Loda down. Ja. Wir haben hier einen. Ja, einen Grave, aber kriegt er nicht mehr raus. Nicht mehr auf sich selbst. Oh, aber Reengage von Pykard mal wieder. Dreamcall ist da. Resolution geht down und Joki kein RNG. Schöner Turn, aber es ist halt Loda, der down geht. Wieder Gold verloren. War es im Endeffekt natürlich wert, ganz klar. Und Fly, ah, zu spät. Zu spät, aber Loda bei 1200 Gold. Er wird dort vorher erstmal nicht mehr so weit wegkommen. Nicht mehr so wegkommen. Ja, es lag mit dem Power. Finde ich jetzt hier Pycat, aber. Er blinkt schon vorher weg. Und schon weggeblinkt. Britzel, 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 tja. Ansonsten, die Turns sind für Lines gut. Vielleicht spielen sie ja irgendwie so, dass Pykard hier der große Carry wird und Naga irgendwann mal groß wird, aber auf Naga relyen können sie gerade absolut nicht. Pykard muss halt Space Creator sein. Ja, das schafft er bisher ganz gut, die Reengages sind geil, aber... Aber leider stimmt nee, halt Bruder immer vorher, das ist halt... Ja. Wenn Loda mal so einen Feind mitbekommen würde, wenn er halt irgendwie eine Streak von Illidan bekommen würde, wäre das schon weit vorne. Okay, Illidan hat keine Streak. Illidan farmt gerade nur. Aber... Tja. Ist auch interessant. Ich dachte eigentlich im Shadowwalk... Achso. Im Shadowwalk regenerierst du, ja, aber hier ist eine Ward. Genau, die Sentry, oder? Ja. Und da kommt direkt der Engage von Pykard, aber diesmal jetzt ein Trap! Und... Pykard geht einfach down. Ja, leider in 5 reingegangen. Ja. Wusste er vorher nicht. Ja, it's a trap. It's a trap. Loda kriegt wieder Space, jetzt bei 2000, ja, ungefähr bei 2000 Net, bei 2000 Gold. Die Hälfte hat er langsam. Aber, da kommt schon diese Sache von Resolution. Kann ihn auch solo killen. Aber der tötet lieber solo Nikva. Okay. Und das, ja, geht ohne Probleme. Holy crap. Auf der Bottom Lane haben wir EGM, der mal wieder gehext wird, gestunt wird. Jetzt Spike ist auch noch da. Permastun kann hier eventuell noch sein Ulti rauskommen. Nope, Lion holt den Finger raus. 3 Kills in kurzer Zeit.
23 zu 21. Diesmal war kein Counter Engage da. Und... ja, das Imperium ist stark. Und Space Go tot. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig für ein Re-Engage mit wem? Mit niemandem. Aber Loda kriegt Space. Die Frage ist, wie viel Space noch vorhanden ist, wenn jetzt der erste T2 Tower fällt. Und so langsam halt kein Space mehr vorhanden ist. Aki läuft hier hoch, findet Alordaens, ist sehr bitter. Alordaens tötet ihr Solo. Fast Solo. Pikehard gehen jetzt in Re-Engage. Schön auf 3. Die Dream, 4 auf die Dream Coil fast. Und das Prophet Oddi bei uns durch und einiges an Damage. Jetzt hier eventuell Return, aber Illidan wird natürlich auch wieder voll gehalten. Jetzt, ja, es ist Orchid da und Orchid ist natürlich ein Tod für Pikehard. Schön von Resolution den Wraparound gemacht. Ja, auch den Dagger nicht schnell genug benutzt gehabt. Ja, damit dachte, er wäre sicher. Überrascht. Und jetzt geht's auf Loader mit Resolution. Weiß genau, was er will. Oh. Ja, versucht sein Bestes hier wegzuhauen und für den Zwang zu überleben. Aber wird ihn nicht rausbekommen, ja, und das war schon der Kill. Loda kriegt nichts gebacken. Es ist kein Spiel für Alliance gerade. Es funktioniert so absolut nicht so, wie sie es geplant hatten. EGM tut sein Bestes, ist super gut da. Für mich in diesem Spiel MVP tatsächlich zusammen mit Pikehead einfach nur. Die beiden halten Alliance komplett drin, aber wie es scheint, ist auch die Stunde von den beiden gekommen. Mit Resolution. Ich meine, Resolution ist halt irgendwie gerade der richtige Konter gegen das Lineup. Quas Wex-Invoker. On par und genau mit dem Orchid, dass sowohl der Tod für den Spiritbreaker als auch der Tod für Puck ist und das ist mit dem Cold Snap, das ist der Tod für Nykva. Und dann, ja, haben einfach Alliance nichts mehr und kriegen hier nichts gebacken. Ja, definitiv auch wieder einfach einen Draft gewinnen. Ja, und dann poppt einfach mal wieder so, okay. Also einfach zwei Helden, die absolut gut ganken können mit Invoker und Slark. Mhm. Und es ist halt quasi nicht mehr möglich für Alliance mit einem irgendwo zu farmen. Ja, ja, ja. Eckert trifft jetzt auf Resolution, aber... Ja, sie wissen noch, wo er ist. Ja, sie wissen noch, wo er ist, aber können sie auch hinterherkommen, ist die Frage. Ja. Ja. Haben genug Helden, um das zu spielen. EGM ist da. Und Kill. Immerhin kriegen sie Kills, ja. Trotzdem... Die Rückkehr der Jedi-Ritter wird unwahrscheinlich gerade. 2700 Gold für Loda. Die Frage ist, können sie irgendwas machen? Pikehead blinkt in die Bäume. Aber gut, er hat noch einen Orb. So nur irgendwas zu tun. Pack auch bei 450 Punkten Speed zusammen mit der Aura von ihnen. Und jetzt gehen Alliance Greedy. Illidan ist gleich wieder da. Ha, ob das mal so gut ist. RP ist ready. Mhm. Das wird richtig wehtun. Ah, da müssen sie sich beeilen. Aber die Trees. Trees scouten das zum einen, aber klar, dass jetzt hier der Go gemacht wird, ist halt recht klar. Und Dazzle poppt direkt Level 2 Ulti. Illidan ist da. Oh, schöner Sentry Ward hier. Eventuell können sie Illidan bringen. Nein, können sie nicht bringen. Song wird aktiviert. Nur noch Illidan ist da. Könnten sie jetzt auf Illidan hauen? Nein. Vielleicht eher Disengage. Ja, und es sieht nach einem Disengage aus. Trotzdem, Loda wird da mal wieder nicht wegkommen. Oh, Swap für die Magic Missile und Skewer zurück. Empire. Schöner Dodge. Pikehard ist da, aber Pikehard kann halt auch nichts machen. Und Loda geht down. Pikehard wird dafür wahrscheinlich Jogi bekommen. Nein, da ist Illidan. Aber Illidan könnte eventuell noch down gehen. Trotzdem sieht es absolut nicht gut aus für Alliance. Ah, EGM wird EGM too greedy. Ja, wird auch hochgewirbelt. Böse, Pikehead ist da, aber was soll er tun? Dieback für EGM. Sehr greedy Aktion. Sehr typische Space Cow Aktion, muss man dazu sagen. Ja. Und Resolution kriegt gerade so nicht Pikehead. Nykva, Space Split Push ganz gut. Aber ja, ist halt die Frage. Roshan ist da, High Ground wird es jetzt gehen. 600 wird versucht Gold zu werden und ja, Loadance ist der erste. Und wird mit totem Midas, vielleicht kann es das Midas noch benutzen, aber es sieht nicht so noch aus. Und Illidan holt die Aegis alleine. Loda. 600 Gold weg. 600 ja, Gold. Aber. Wenn sie ab dann halten können, kann das für Alliance echt noch gedreht werden. Hm, aber ja.
Dafür muss Lode erstmal leben. Oh nein, und Loda versucht es noch zu jucken, 10 Sekunden, aber schafft es nicht und Loda geht schon wieder down. 3200 Gold. 0,8 für Loda. Katastrophales Game für ihn. Oh mein Gott. Ja, sie haben keine Antwort auf die aggressiven Empire Drafts. Haben Wards halt, aber... Sie können halt auch nur noch weglaufen vor Resolution, wenn er kommt. Das ist kein guter Tag, um ein Alliance-Fan zu sein hier. Im Laufe des Tournaments haben sie zumindest gezeigt, dass sie immer wiederkommen, aber sie haben halt quasi für jedes Game 2-1 gebraucht, brauchen erstmal wieder was, um reinzukommen. Können hier mit EGM und Pycat, sind halt MVP, können zu zweit Kills holen, aber... ja. Auch nur, wenn die Gegner Solo sind, ansonsten sterben sie halt beide. Ja, und Loda, für Loda hilft es ja trotzdem nichts. Solange die Resolution tot ist, ist es ein Gegner weniger, der jetzt mit dem Engage hier, macht schönes Oils und EGM kann weglaufen. Aber wenn er jetzt wegcharged, ist alles easy. Ja, sollte hier wegchargen. Oh, aus der Leash raus. Gerade so. Aber Pycat wird gesehen, aber kann hier sehr schnell wegjumpen, ja. Degen 3 ist die Wahl. Alles Mögliche. Den Hex kriegt er nicht mehr, von daher. Ja, Niqua wird doch nicht weg. Sehen jetzt halt hier Empire, von daher kann Niqua noch ein bisschen bleiben. Aber die Wave pusht. Bisher ist das erstmal ausreichend für ihn. Außerdem ist EGM da. Von daher, vielleicht baitet gerade Niqua. Ja gut, nicht wirklich. Macht noch ein paar Trees. Und versucht halt immerhin ein bisschen den Split-Push. Die Ratte am Leben zu halten. Ja, jetzt auch Basher auf Illidan. Loda noch 60 Gold weg. 60 Gold. Die würde er jetzt wahrscheinlich auch einfach abwarten. In der Base. Ah, da kommen die Creeps DM auch. Kurier hat auch nur drauf gewartet. Ja, ja, klar. Ewigkeiten. Und es ist soweit, aber die Frage ist, ja... Akke hat keinen Spaß in dem Game. Überhaupt gar nicht. Ja. Wird einfach deleted von den Leadern. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Jetzt kann Loda aufpassen und gucken, dass sie vielleicht ein bisschen die Lanes rauspusten. Einen T2 haben sie immerhin noch. Aber halt einfach nur die Lane. Aber ja, die Leos sind halt sehr schnell down. Das ist halt so ein Problem dafür. Jetzt, Tower geht auch an Eldan. BKB oben aktiviert auf Resolution und Loader. Oh, das Grave. Ganz knappe Sache. Sehr schön gemacht. Resolution wird zurückgewächst, aber da ist EGM mit dem Ulti wieder. Holt sich immer den Kill of Lion. Und auf einmal haben sie es geturnt. 2 Kills zu 0 getradet und Loader belebt. Wichtiger Fight. Overextension von... Nein, Grave. Empire. Ja, ja, Grave von Acker. Einfach. Das ist einfach, man läuft nicht so in die Base rein. Naja, er stand hier. Er ist hier gestorben. Ah, okay. Achso, ja, Winch. Ne, ja. Nee, Lion ist da vorne gestorben, okay. Overextension sind Bit. Aber schönes Grave von Acker hier. Und da. Ganz. Da ist Piker wieder. Und EGM wird sich da auch zurückgehen, ja. Aber das scheint Piker diesmal zu überleben. Orchid gepurcht mit dem schönen Oils und dann kann man turnen. Aber Illidan ist da. Illidan ist da, sie können einiges in Damage machen. Werden ihn wahrscheinlich auch am Leben halten und EGM kann natürlich ganz gut weg. Ganz praktisch hier. Resolution. Hat noch einen zweiten Forster von Joki bekommen. Kommt der jetzt auch raus. Ich glaube EGM muss TP'en. Oder versucht halt hier hauptsächlich halt erstmal zu farmen. Würde wahrscheinlich jetzt BOTs erstmal skippen, weil, ja, wozu? BOTs braucht er jetzt nicht. Der Push kommt eigentlich immer in der Base an. Aber, naja, erstmal den Split-Push going. Den Split-Push am Laufen halten, um irgendjemanden wenigstens zurückzuschicken.
Ja, und man merkt auch richtig, dass Loda jetzt anfängt aufzuholen. Also, Radiance gerade fertig, direkt 2k neues Net Worth. Ja. Ich hatte jetzt erwartet, dass in der Mitte was passiert. Smoke von Empire, aber haben halt nicht das Nötige gefunden. Die Wards werden so langsam von der Alliance weg sein. Mit dem Gem hier. Das jetzt gleich vorbeikommt. Kommt ein Kollege geflogen. So wie ich das hier sehe. Nein, ist nicht der Kurier da. Aber wo ist das Gem? Das Gem ist auf... Das Gem ist am Stash oder was? Das ist auf keinem Fall auf jeden Fall. Nee, das war Spiritbreaker. EGM hat tatsächlich ein Game gekauft, okay. Falsches Team. Kommt vor. Jetzt wird auf die Rex gegangen. Und, oh, die Glyphe kam gerade in der Sekunde auf Kuda. Aber Range Rex. Watch Spirits ging gerade so down. Ja, easy. Hand of Midas. Mhm. Aber jetzt ist wieder dann drin. Finger ist draußen und Aki überlebt das Ganze. Kann sich glücklich schätzen. Trotzdem die Bottom Racks. Aber wieder Piker drin. Dream Call auf 2. Immerhin. Geht er nach hinten? Nein, geht er nicht nach hinten. Resolution steht drin. Alle BKWs benutzt. Aloha Dance. Und noch draußen. Und das Gem ist doch erstmal sicher. Sehen es nicht. Trotzdem Loda überlebt noch gerade so. Kriegt den Song nicht raus. Und kein Buyback für Loda. 3 tot von Alliance, Rex and Down. Das sieht auf einmal schlecht aus. Ja. Weil, naja, Empire sind halt reingegangen. Und ja. Das Game liegt immer noch da. Aber gut, für Empire. Es ist erstmal irrelevant. Loda und EGM sind down. Das sind die Playmaker gerade. Puck ist noch am Leben. Aber kann ich es hier versuchen, noch irgendwas zu bekommen? Fly ist da zum Beispiel ein schönes Ziel dafür. Oder halt Resolution steht daneben. Ja, aber Resolution steht halt daneben. Hallo, dann sieht er nichts. Tja, die dann mit dem Basher. BKB, Skadi ist halt fett ohne Ende. Oh. Geht hier rein, hat einiges an Burst Damage, aber es hilft halt nichts. Und der ist jetzt schon wieder voll. Der Gem wurde aufgehoben, wir hatten den Gem jetzt. Und den Kurier. Doch nicht. Middle Rex sind down. Loda ist hier. Aber Disengage ganz schnell. Oder einfach ein Re-Engage von EGM. Und Bash, Bash, Bash. Und auch EGM ist wieder down. Bitter für ihn. Pycat muss das Orchid aussetzen. Muss ein bisschen weit weggehen. Loda ist auf der Backside hier. Versucht irgendwie Allodance zu bekommen. Aber es sieht nicht gut aus. Wird hier gechased. Hat noch seinen Song. Muss ihn natürlich wahrscheinlich gleich einsetzen. Song. Oh, kein Basher Song. Von Illidan. Seriously. Are you serious? Und Buyback von Aloha Dance. 4 tot für Alliance. Buyback ist da. Fight Recap sieht eindeutig aus. Rex sind bis auf die Top-Lane down. Aber die können jetzt auch einfach auf die Top-Lane kommen. Das sieht mir sehr nach dem GG für die Alliance aus. GG well played. Nach 35 Minuten. Ihre Rückkehr der Jeder-Irte wurde abgewendet. Und Empire holen diese Serie hier 3-0. Starke Performance von Empire hier. Und ja, Top-Team. Top-Team EU. Klare, klare Sache. Tja, das beendet die John Dota Masters. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank zum Empire-Stompen zugucken. War ja doch eine sehr schöne Performance von Empire und es scheint, wahrscheinlich haben sie da den Invite ins TI5 doch sicher nach der Performance hier. Loda 010. Armer, aber Loda. Pur Little Yoda. Der Arme. Danke fürs Zugucken. Demnächst, was ansteht, ist hauptsächlich wieder John Dota League. John Dota League Season 5 und außerdem MLG Pro League in der John Dota League Season 1 diesmal. Da geht es auch um Biswas und wir haben auch Top Teams dabei. Und da wird es demnächst wahrscheinlich weitergehen. Termine habe ich noch erstmal keine für euch. Aber das wird im Laufe der nächsten Woche sein. Dann wahrscheinlich wieder auf dem Twitch. Denn Dailymotion ohne Chat und ohne große Ankündigung, ohne erstmal noch die richtigen Features. Sie machen es erstmal neu, wollen einen Twitch-Konkurrent haben. Aber noch, glaube ich, sind sie nicht dabei. Könnte vielleicht sein. Naja, aber ansonsten followen auf @thisisondota und dann kriegt ihr auch die
die Nachrichten, wenn ich demnächst mal wieder was kasse. Das war's. Ich sag tschüss, Struck sagt tschüss und dann war's das für die Nacht. Schönen Abend noch. Bye bye.